Willkommen zurück zu Tomodachi Life! Der außerirdische Alf ist eingezogen und er war der Meinung, ich möchte ihn unbedingt kennenlernen. Es ist gut gelaufen. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Der Alf freut sich. Ich bin jetzt mit einem Außerirdischen befreundet. Ein kleines Dankeschön. Yeah. Eine Schaukel? Kann man die nicht irgendwo anbringen? Sag mal was. Ich habe richtig Lust, mich mit Leuten zu treffen und etwas zu machen. Ja, dann. Auf geht's. Gehen wir zu den anderen rüber, oder? Wie ich ihn... Schmeiß dich weg. Oh Mann. Alf ist hier. Guck mal, hier ist irgendwas los. Angelina hat was. Angelina Jolie natürlich. Wie viele Bewohner haben wir da jetzt schon? Mr. Bean 2, Rocco 3, Angelina 4. Alf war der fünfte, oder? Wie muss eine Armbanduhr sein, damit du sie gut findest? Funktionieren? Multifunktional nicht. Uhren sind blöd. Ich hatte lange Zeit nur eine Armbanduhr, ja. Schick, sportlich, ne? Ja. Das dachte ich mir. So eine Uhr muss auch was aushalten können. Richtig. Sind wir als Kind immer total kaputt gegangen. Hatte ich immer an, damit ich rechtzeitig wieder zu Hause war. Ja, dann kaufen wir doch eine Uhr oder sowas. Ich würde sagen, wir gehen auch erstmal wieder raus. Vielleicht gibt es ja neue Gebäude. Nein, gibt's nicht. Vielleicht, wenn wir an den Strand gehen. Wie kann ich die denn dazu bringen, an den Strand zu gehen? Das ist eine Frage. Wir speichern erstmal eine Runde. Ja, yeah, Rocco freut sich, dass wir speichern. Ja, yeah, speichern ist toll. Hervorragend. Na gut. Meine lieben Liebenden. Supermarkt könnten wir gehen. Glücksbrunnen bringt uns auch nichts mehr. Ich will nur mal vorbeigucken. Okay. Wir müssen denen noch irgendwas sagen können. Wir müssen denen noch befehlen können. Komm, geh mal hier. Übrigens, wusstest du es schon? Berührst du den Eingang der Mi-Apartments, kannst du das Büro der Verwaltung betreten. Da sagt das auch gleich. Endlich mal ein Computer hier. Das schauen wir uns an. Generelle Inselatmosphäre. Wild und frei. Durchschnittsalter 0,0. Das ist ein bisschen wenig. 4 zu 1 für die Männer. 9 Probleme gelöst. Charakterübersicht. Okay. Jetzt haben wir schon 5 Charaktere, aber es gibt jeweils 2, die sich ähnlich sind. Das ist natürlich... Da müssen wir ein bisschen mehr ausbauen. Zimmer wechseln müssen wir auch nicht. So, Mr. Bean ist wieder alleine. Was auf dem Herzen? Schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Ich habe gehört, dass Angelina mit mir befreundet sein will. Hättest du gern. Wie schön. Vielleicht sollte ich einmal mit ihr reden. Ich sehe es noch kommen, dass irgendwelche skurrilen Charaktere, das, guck dir die an, dass Mr. Bean zum Beispiel mit Angelina Jolie ein Kind bekommt oder sowas. Hier ist alles möglich. Die Augenbrauen. Wow. Schade, dass man mies keine Oberweite verpassen kann, oder? So sieht Angelina Jolie nicht naturgemäß aus. Seid ihr jetzt Best Buddies? Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Schön. Bin ich ja glatt neidisch. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Reisegutschein. Muss man auch irgendwo einsetzen können, oder? Der hübscheste meiner Freunde ist ganz eindeutig LP Markus. Ja, absolut. Also, klar. Angelina, geh weg. Hast gehört, was Mr. Bean gesagt hat? Voll der Korb. Ihr seid so verrückt. Oh Mann, ihr seid so. Habt so einen an der Klatsche, ne? Guten Tag.
Guten Tag. Sieh dir bitte mal meinen Kopf genauer an. Ja? Du hast nur, was ist das? Wolf. Hab ich. Darüber denke ich gerade nach. Das ist traurig. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Sieh dir mal meinen Kopf an. Oh mein Gott. Dein Magenmittel kannst du für dich behalten. Wahrscheinlich, wenn jemand krank wird oder so. Hier ist was Tolles. Na, endlich. Eilmeldung. Spuckt's aus. Alf, erzähl uns, was Sache ist. Das Möbelhaus kam den Wünschen vieler Bewohner nach und feierte eine sogenannte Eröffnung. Viele Bewohner finden es langweilig, jeden Tag in demselben alten Zimmer zu bringen zu müssen. Diesen Bewohnern bietet das Möbelhaus eine große Auswahl an verschiedenen Innenanrichtungen. Unseren Kunden wollen wir bei uns jede Art von Zimmergestaltung ermöglichen. Jeden Tag kommen neue Gestaltungsmöglichkeiten hinzu. Zuvor erworbene Einrichtungen bleiben ebenso erhalten. Danke fürs Zuschauen. Bitte sehr. Sehr gut, da können wir die Zimmer ein bisschen füllen, da wird es auch lebendiger. Wir gucken mal rein. Willkommen. Hi, du schon wieder. Seid ihr ganz viele verschiedene oder rennst du vom einen Ort zum anderen? Ja, Küche ist schon teuer, ne? Aber das Geld hätten wir. Leere. Ein bisschen zu teuer. Krieg ich auch billiger. Hui! Na, das ist aber nicht mein Stil. Aber dass es geht, finde ich cool. Japan 50er Jahre. Kinderzimmer. Das ist eher was für mich. Okay, ein bisschen dunkel, das muss ich zugeben. Ah, das ist noch gemütlicher. Ich glaube, das nehme ich. Ein neues Nest für Romantik. Uhuhuhu. Nehme ich doch direkt. So, okay, dann. Habe ich mein Geld verprasst. Macht nichts. Das muss ich ja jetzt hier irgendwo. Muss ich jetzt hier reinkriegen. Ist gerade bei der Arbeit. Zocken. Willkommen. Was? Ich bin. Seit wann arbeite ich da? No way. Hallo. Aber das Zimmer ist für dich? Hä? Rufen. Komm gefälligst von der Arbeit nach Hause. Aber sofort. Schenkt dir jetzt sein Zimmer. Und wie ist das Wetter in deiner Welt? Gut. Ist in Ordnung. Bei dir so? Ich wünsche mir eine neue Inneneinrichtung. Habe schon dabei. Ich wünsche mir eine neue Inneneinrichtung. Du wiederholst dich. Ja, ist in Ordnung. Stimmungslichter. Geben. Holst dir? Oh yeah! Danke für die neue Einrichtung. Ich finde sie wirklich gut. Das hättest du gleich sagen können. Übrigens, willst du dich vielleicht noch etwas umschauen? Auf geht's. Oh, wir können neigen. Jetzt ist mein 3D ist aber total verkabelt. Guck mal hier, das ist doch LPM-Style ein bisschen. Was? Naja, keine Konsolen. Ich kann nicht umverstehen. Aber sieht ein bisschen aus wie bei mir. Hallo. Du schaust dich aber genau um. Ja, klar. wo bist du denn? Was machst du so hier? Und das ist meine neue Einrichtung. Ja, gefällt's dir nicht oder was? Sei mal nicht so ihr geschenkter Gaul und so. Setz dich mal hier. Ist bequem, die Couch. Sorry fürs Zittern. Sieht doch gut aus. Na also, sind wir doch alle zufrieden. Ich werde täglich damit umgehen. Ja, ja. Habe ich auch gemacht. Damals. Letztes Jahr. Die Zufriedenheit eines Mikakt ist so weit angestiegen, dass sich ein Level erhöht hat. Geile Mucke. Ich krieg mich mal nicht mehr ein. Das Spiel ist einfach zu geil, oder? Oh Mann.
Erreicht ein Mii einen neuen Level, kannst du ihm ein Geschenk machen, zum Beispiel ein Lied, ein Werkzeug, eine neue Einrichtung, eine Phrase oder etwas Taschengeld. Ein Objekt? Was soll ich mir denn geben? Hab ich das alles? Du kriegst erstmal was zum Zocken, oder? Da! Sofort! Heftig! Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Ach, ein Geben und Nehmen hier. Ach, hab ich doch schon. Behalt! Mal sehen, was wir den anderen geben wollen. Ah, da ist schon wieder was Neues. Mii-Nachrichten mit Angelina Jolie. Die Arbeiten am neuen Aussichtsturm von LPM Vault sind endlich abgeschlossen. Dieser Turm an der höchsten Stelle von LPM Vault bietet eine fantastische Aussicht über die Insel. In seiner Rede zur Eröffnung lobte Mr. Bean überschwänglich. Es weht immer ein frischer Wind und die Aussicht ist prima. Da bleibt man gerne auch mal etwas länger hier. Danke fürs Zuschauen. Bitteschön. War mir ein Vergnügen. Ah, anschauen? Dumme Frage. Gucken wir mal rein. Ja, dann holen wir doch einen, oder? Aber trotzdem knuffig. Ja, Mr. Bean hat überschwänglich gelobt. Dann, wer soll mal hingehen? Alf. Ja, voll am Zocken. Am besten geben wir den anderen Charakteren auch irgendwas. Angelina scheint irgendein Problem zu haben. Sag mal an. Guten Tag. Sieh dir bitte mal meinen Bauch genauer an. Was denn? Bist du zu fett? Entschuldigung. Ja? Ich glaube, du hast Kleidung davor. Ich sehe nicht. Es passiert nichts. Ah! Salat! Ist da drinne. Mit Schale. Da war wohl jemand gierig. Da geht nichts Außergewöhnliches vor sich. Warum? Sei doch froh, sonst bitte musst du zum Arzt. Ein kleines Dankeschön. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Ich hau lieber ab. Freunde, also Daumen hoch, echt. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal mit Alfs Problem. Und wahrscheinlich einem neuen Mii-Charakter. Freunde, bis dann und ciao!